Unser heutiger Kandidat, Florian. Er steckt voller Ideen und Tatendrang und ist für jeden Spaß zu haben. Florian wohnt auf dem Land, fährt gerne Rad und genießt die Natur. Am liebsten gemeinsam mit seiner besten Freundin Sarah. Mit ihr zusammen wird er auch sein heutiges Abenteuer bestehen. Denn wir erfüllen Florians größten Wunsch, wovon er allerdings noch nichts weiß. Dein großer Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Wir erfüllen hier Herzenswünsche. Und hinter mir wohnt Florian Schweizer und der hat einen ganz großen Herzenswunsch. Er wäre gerne Feuerwehrmann. Und wir bringen ihm diesen Traum ganz nah und checken auch mal, ob er es überhaupt drauf hat, Feuerwehrmann zu sein. Jetzt gerade steigt er eine Grillparty zu seinem 11. Geburtstag. Und wir haben ganz passend auch was mitgebracht, eine Feuerwehrtorte. Er weiß nicht, dass wir da sind. Wir platzen einfach mal mitten rein. Leise sein, dass niemand was mitkriegt. Nur Florians Mutter ist in unsere Geheimaktion eingeweiht. Hallo, bist du das Geburtstagskind hier? Ja. Hallo Florian, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schau mal, wir haben dir was mitgebracht. Vielen Dank. Und ich bin Maral von Dein großer Tag. Du hast einen ganz großen Wunsch, den wir dir erfüllen wollen. Ja. Was ist denn dein großer Wunsch? Ich würde echt gern Feuerwehrmann werden. Ja, das habe ich schon gehört. Und wir haben uns ja was ausgedacht für dich. Du darfst nämlich die nächsten 3 Tage bei der Berufsfeuerwehr mit reinschauen und auch richtig mitmachen. Also die fordern dich ganz schön und die bereiten dich darauf vor, dass du am Schluss sogar einen Brand löschen darfst. Und was sagst du dazu? Also jetzt bin ich noch überrascht, ja. Aber ich freue mich. Freust dich? Hast du damit gerechnet, dass wir hier heute reinplatzen? Nein. Das ist alles auf dem Mist von deiner Mama gewachsen. Naja, ich wusste Bescheid. Also ja, Florian ist kein Kind, das wie die anderen drauf losrennt. Ja, ja, beim Florian muss immer alles zuerst im Kopf ablaufen. Da hat er immer gesagt, wenn ich ein bisschen groß bin, gehe ich zur Feuerwehr. Immer. Und die Oma hat ihm immer Feuerwehrbücher kaufen müssen. Egal was, er denkt Feuerwehr. Was reizt dich denn so an der Feuerwehr? Ich finde es einfach, es ist ein Beruf, der ist zwar schon gefährlich, aber man kann einfach Leuten helfen. Ja, und ich habe schon, als ich klein war, fand ich Feuerwehr einfach hammermäßig. Und obwohl das so gefährlich ist, hast du da keine Angst? Nö. Die könnte da ja auch mal was passieren. Ja, aber solange man helfen kann und was Gutes tut, ist mir das wert. Ich bin jetzt wirklich überrascht. Kann ich mir vorstellen. Weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll, ne? Man sitzt hier komplett normal und auf einmal kommt das Kamerateam. Das passiert nicht alle Tage. Ja. Das kannst du noch deinen Enkeln später erzählen. Oh ja. Jetzt aber erstmal Geburtstagstorte genießen. Die Gäste und Florian haben Hunger. Und natürlich ist auch Sarah bei seiner Geburtstagsfeier. Sie wird Florian bei seiner Feuerwehr-Spezialausbildung zur Seite stehen. Das hat er sich gewünscht. Ja. Das ist für euch mit dem Spiel. Los geht's. Treffpunkt Feuerwache 1 Süd in Stuttgart. So, Flo, dein großer Tag jetzt. Bist du aufgeregt? Ziemlich, ja. Ziemlich? Aber ausgeschlafen ist ja ziemlich früh morgens. Ja, ausgeschlafen geht, aber die Aufregung macht's. Die macht's, das heißt, du bist wach genug. Ja. Und jetzt ist schon dein erster Auftritt. Du gehst gleich da rein zu den Jungs und stellst dich den Jungs erstmal vor. Weißt du schon, was du sagst? Nein. Dann überleg noch mal schnell. Wir wünschen dir viel Erfolg. Die Feuerwehrmannschaft ist zur morgendlichen Besprechung angetreten, bei der die Aufgaben des Tages verteilt werden. Ich muss dich schön unterbrechen von der Diensteinteilung. Wir haben einen neuen Kollege. Florian, dein großer Tag. Erste Herausforderung wird sein, dich mal vor der Truppe vorzustellen. Stehst du ein bisschen vor, dass sie dich alle gut sehen? Also, ich bin der Florian, ich bin 11 Jahre alt, komme aus Wendlingen und freue mich jetzt heute hier zu sein. Ich kann dir sagen, spannende Sache wartet auf dich. Ich bin mal auch gespannt, wie weit du gehen kannst. Ob du alle Herausforderungen meisterst, die erste hast du jetzt mit Bravour bestanden. Die Feuerwehrleute machen täglich eine sogenannte Fahrzeugübernahme. Und dabei nehmen sie Florian mit. Sie checken die Technik, überprüfen, ob Lampen, Spezialkameras und all die anderen Gerätschaften auch richtig funktionieren. Ja,
Florian erfährt, wo welche Geräte und Werkzeuge in dem Löschfahrzeug zu finden sind und wozu sie dienen. Das zu wissen, ist bei einem Einsatz natürlich von allergrößter Wichtigkeit. Denn da muss es schnell gehen, alle Handgriffe müssen perfekt sitzen. Die Fahrzeuge sind gecheckt, alle sind einsatzbereit. Der nächste Schritt zum Feuerwehrmann. Also Florian, als nächstes steht das Stangenrutschen auf dem Programm. Wenn du da hochguckst, ist vielleicht ein bisschen hoch, oder? Ja. Wie ist dein Gefühl? Ich habe schon ein bisschen Muffe, weil das ist schon ziemlich hoch. Und ich würde sagen, wir machen das alle zusammen, oder? Mädels, traut ihr euch? Ja, wir unterstützen ja? den Flo also. Natürlich. Jetzt geht's von oben runter. Kleine Trainingseinheit haben wir, aber wir lassen erstmal noch die Profis ran. Könnt ihr noch zuschauen und dann geht's für euch runter. Schaffen wir das? Ja, ja? Ja, also, das schaffen wir. Los geht's, Jungs. Auf! Auch das Stangenrutschen ist wichtig für die Ausbildung, denn da geht's runter, wenn Alarm gegeben wird und die Feuerwehrleute ausrücken müssen. Das muss zackig gehen. Zögern gibt's nicht. Okay, also, dann alle sind gerutscht. Ich bin der Nächste. Toi, toi, toi. Wir sehen uns unten. Ja, ja? Mal sehen. Der macht das easy. Definitiv. Ja, feuert mich an. Ja. Marei. 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 Oh Gott. War ich gut? Prima, wunderbar, wie die Profis. Und jetzt die Sarah. Sarah. Auf geht's, Sarah. Sarah, Sarah, ja, ist Sarah, schon hoch. Sarah. Füße rum. Sehr gut. Super. Prima. Hey, super. Wow, toll, Sarah, schlag ein. Wie war's? Klasse. Cool. Cool, hat Spaß gemacht? Ja. Ja, gar nicht aufregend? Doch, aber ich würde es wieder machen. Ach cool, dann geht noch einer. Florian, feuern wir ihn an, oder? Ja. Auf, Flo. Flori, auf geht's. Jawohl! Jawohl! Oh Gott! Das war ein Bravo! Sehr gut! Super, klasse! Fünf! Mega gut! Noch hier, bei der Sarah klatschen. Und, wie war's, Flo? Es war am Ende doch noch gut, aber man hat echt Muffe, wenn man dann da oben steht. Ja, wie war der Moment, bevor du die Stange hattest? Angst. Also ja. Sehr ängstlich. Das glaube ich, da pumpert das Herz. Ja. Aber du bist ja in einer Geschwindigkeit runter wie die Profis. Ja, das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Sah gut aus. Ja, jetzt kannst du dich hier noch ein bisschen feiern lassen. Und jetzt wird geübt. Florians erster Löschangriff. Er muss zusammen mit seinen Kollegen von der Berufsfeuerwehr ein sogenanntes Standrohr an einem Hydranten befestigen, um Wasser daraus entnehmen zu können. Und dann kommt der Schlauch dran. Das Ganze wird mit dem Löschfahrzeug verbunden, der Hydrant geöffnet und Wasser in die Schläuche gepumpt. Jetzt kann der Brand gelöscht werden. Florians erste Übung. Perfekt gemeistert. Bei uns wird es von Übung zu Übung immer krasser. Michael, was erwartet uns jetzt? Medizinischer Rettungsdienst ist ein Hauptaufgabengebiet, aber auch die Höhenrettung. Und das wird heute das Thema für dich sein und auch für euch zwei natürlich. Dreht euch mal um, wir haben eine Drehleiter für euch aufgebaut an unserem Turm. Und da geht's für euch drei hoch. Flo, wie sieht's aus? Ich habe ein bisschen Bammel. Ja? Aber spannende Geschichte. Traust du dir das zu? Ja. Ich gehe mal mit gutem Beispiel voran und schau mir an, wie schlimm das ist. Also ich finde, 30 Meter Höhe, boah. Natürlich will das Sarah auch ausprobieren. Du musst dann gucken, wo du beim Schuh hinstehst, wo du mit deinem großen Schuh nach dem Leitpassage. Und sie schlägt sich wacker. Achtung! Florian hat mir gebeichtet, dass er etwas Höhenangst hat. Für ihn sieht die Sache dann schon etwas anders aus. Das Klettern wird zur echten Herausforderung. Ach, komm her. Oh. Sehr gut. Wie war's für dich? Oh, das ist
echt ein mulmiges Gefühl, wenn man da hochsteigt. Weil bei einer Sprosse, die war so groß und da bin ich mit einem Fuß nicht richtig reingekommen, stand da vielleicht nur so ein Zentimeter auf dem Ding da. Das ist richtiges Nervenzerreißen. Also es ist nichts für schwache Nerven, die Höhenangst haben. Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ne, ich will da nicht hoch, ich muss zurück? Nein. Nie? Wenn, dann gehe ich lieber hoch als zurück. Wie ein echter Feuerwehrmann. Und wenn du ein Ziel hast, dann gehst du auch bis dahin. Florian wird gleich nochmals voll gefordert. Er muss in die Rolle eines Verletzten schlüpfen, der aus großer Höhe gerettet wird. So hilflos dazuliegen, ein echt mulmiges Gefühl. Wir sehen's ihm an. Ich bin über das Geländer, weil dann müssen wir wegfahren. Was? Genau. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, oh Gott, oh Gott. Fast geschafft, Florian. Ja. Das sieht gemütlich aus. Ja, es geht so. Was war interessant dran? Dass man mal so sehen kann, was die Höhenrettung so wirklich macht und selber mal das erleben. Als nächstes die Atemschutzwerkstatt. Für die Feuerwehrleute ist es wichtig, bei einem Brand eine Atemschutzmaske zu tragen. Die muss natürlich richtig sitzen. Und dazu kommt noch eine Atemluftflasche, die fast 10 Kilo wiegt. Diese Masken müssen natürlich ständig geprüft, auseinandergebaut und gereinigt werden. Klasse, dann machen wir den Stupsel zu. Klasse. Hast du gut gemacht? Ich wollte noch fragen, gibt es hier irgendwie auf der Wache oder irgendwo in Stuttgart so einen Trainingsraum, wo extra für Atemschutzgeräte ist, jetzt für einen richtigen Feuerwehrmann? Ja klar, wir haben hier auf der Feuerwache auch die Atemschutzübungsanlage, die Atemschutzstrecke. Und da muss jeder Feuerwehrmann, jeder Atemschutzgeräteträger einmal im Jahr durch die Strecke eine Übung machen. Hast du Bock drauf? Ha? Ein bisschen, ja. Ein bisschen? Bisschen Wammel? Also. Ja. Kneifen gilt nicht, also ab in die Atemschutzübungsanlage. Hier wird man voll gefordert. Durch dieses Käfiglabyrinth müssen sie einen Weg nach außen finden. Der enge Raum und das schwere Gerät beeinträchtigen die Bewegungsfreiheit und erschweren die Orientierung. Es soll sein wie bei einem echten Einsatz. Diese ganze Übung zieht nur nach zur Belastung. Einfach herauszufinden, reicht am Feuerwehrmann, am Atemschutzgeräteträger die zur Verfügung stehende Luft aus, um die Menge an Belastung einfach zu überstehen. Bewegung und Beweglichkeit und sportliche Fitness ist natürlich für uns schon sehr wichtig. Wichtig ist auch, da im Team zusammenzuarbeiten, dass man zu zweit miteinander da arbeitet. Wow, geschafft, ihr beiden. Sehr gut, schlag ein. Sarah, schlag ein. Komm mal rüber. Das sah so krass aus von außen. Wie war's? Erzählt mal. Cool. Cool? Was war so am coolsten? Eigentlich alles. Erzähl mal, ich kann das von außen gar nicht sehen. Da ist so viel Rauch. Was war da drin los? Da sind halt so Klappen, wo man aufmachen muss und nach oben und nach unten. Ist es nicht so eng? Doch. Doch, es ist eng. Aber wenn man jetzt nicht direkt ein Atemschutzgerät und so anhat, kommt man eigentlich gut durch. Und jetzt stell dir mal vor, du hast noch 15 Kilo auf dem Rücken und noch so eine Maske. Wie wäre das? Das wär ich würde nicht extrem. Mal einen Meter weit kommen. Nicht mal einen Meter, meinst du? Ich glaube. Weil es zu eng ist oder zu anstrengend? Warum? Ja. Beides. Ja?
Jetzt wird's heftig. Technische Hilfeleistung bei einem Autounfall. Sarah spielt das Opfer. Fahrzeug, eine Person auf der Fahrerseite von dem blauen PKW eingeklemmt im Fußbereich vermutlich. Ich habe ansprechbar. Wie bei allen Einsätzen ist auch hier der Ablauf der Rettungsaktion genau festgelegt. Zuerst wird die Lage geprüft und das Unfallauto gesichert. Also der erste Anfang ist mal eine Anfangsöffnung zu schaffen, oder einen Ansatzpunkt zu schaffen, um den Spreizer einzusetzen und dann mit dem Spreizer die Türe von der vorderen Scharnierseite dann her aufzudrücken. Jetzt wird das Fahrzeug geöffnet. Das ist eine heikle Angelegenheit. Man muss extrem vorsichtig sein. Verletzungsgefahr. Überall zersplittertes Glas, scharfe Blechteile und durch das Sägen auch Glasstaub in der Luft. Zum Einsatz kommen Glassägen, hydraulische Scheren oder Spreizgeräte, mit denen Wrackteile weg- oder auseinandergedrückt werden können. Die Glasscheibe muss herausgenommen, verbogene Blechteile aufgeschnitten werden, damit die Feuerwehr die eingeklemmte Sarah bergen kann. Machen wir das gleiche von hinten noch. Die Übungsannahme war, dass die Sarah massiv im Beinbereich eingeklemmt war und somit konnte sie sich nicht befreien. Also das Armaturenbrett und die Pedalerie lag auf ihr drauf durch diesen Frontalcrash. Und dadurch musste mir erstmal auch Beinfreiheit schaffen. Und dann konnten wir ja die Sarah dann achsengerecht, wirklich Wirbelsäulen schonend, so schonend wie möglich, auf dieses Spineboard, auf dieses Rettungsbrett legen und nach hinten dann aus dem Fahrzeug retten. Nach hinten, oder? Geschafft. Sarah kann aus dem Auto geborgen werden. Schöne Arbeit geleistet. Ja, komm, steh auf, stell dich zu uns. Florian, du durftest deine beste Freundin retten. Wie war das? Schon spannend, weil man weiß ja nicht, wie es demjenigen geht. Weil wenn man das aufschneidet, das knackt alles auch. Und man selber ist auch total aufgeregt, weil ich habe keine Ahnung von den Geräten gehabt, was die jetzt machen. Wie sehr hat dich die Übung gefordert? Es hat einen schon gefordert, weil wir wollten natürlich alles richtig machen. Und es ist schon anstrengend, hier mit der Sonne noch und mit der schweren Bekleidung. Na klar. Und wie war es für den Kopf, dass du wusstest, Sarah sitzt da drin? Da tut man, glaube ich, weil man denjenigen kennt und es halt die beste Freundin ist, dass man dann schon viel, viel mehr mitmacht und auch viel vorsichtiger ist. Wenn man weiß, boah, du kennst die Person und wenn da jetzt irgendwas passiert und so. Da gibt man alles. Ja. Michael, hat er alles gegeben? Ja, super Sache. Also ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Die Jungs haben dich gut mitgenommen. Du hast gut mitgearbeitet und ich glaube, die Rettung geht zu 80% auf deine Kappe. Wow. Also wirklich, gute Sache. Ja, prima. Und auch an die Sarah. Ich denke, für dich ist auch nicht einfach. Man kriegt da schon ein bisschen auch Angst, wenn man nicht so richtig weiß, was da passiert. Ja. Wir versuchen das immer zu erklären den knick, Patienten. Knack, knack. Genau, aber es kracht dann doch mal oder ruckelt ein bisschen. Und von daher ein großes Lob an euch beide. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Klasse, ja. Super Team. Ich bin stolz auf euch. Florian und Sarah, ein tolles Team. Die beiden haben das prima gemacht. Zeit für Florians großen Tag. Die Berufsfeuerwehr in Stuttgart ist beim üblichen morgendlichen Rapport. Und Florian ahnt noch nicht, dass ihm die Abschlussprüfung bevorsteht. In wenigen Momenten wird es für ihn heiß hergehen. Und sehen wir den Stölzle und hoff den Schweißer. Wir haben jetzt Florian hart trainiert und du wirst heute auf dem HLFB eingesetzt. Du wirst dich da mehr wie die Kollegen positionieren. Gleich gibt's Alarm. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich Florian bei einem richtigen Einsatz anstellt. Drücken wir ihm die Daumen. Jacke anziehen, Helm aufsetzen, ab ins HLFB. Ich hab keine mehr.
erster Einsatz, deswegen bin ich ganz schön aufgeregt. Bisher hat er allerdings noch keine Ahnung, was ihm überhaupt bevorsteht. Ja, das ist ehrlich aufregend, wenn es auf einmal wieder losgeht. Also gemeldet wurde, dass da was brennt, ein Haus brennt oder eine Wohnung und dass noch zwei Menschen vermisst werden. Oh. Also vermutlich, wenn wir da hinkommen, werden wir gleich reingehen müssen und die Leute suchen oder die stehen schon irgendwo am Fenster und machen sich bemerkbar. Bist du nervös? Ich bin sehr nervös. Und warum? Weil man ja keine Ahnung hat, was jetzt los ist, weil ich dachte, das wird noch bekommen. Wir wissen ja auch nicht, was da vor Ort ist. Aber wir müssen ja darauf vertrauen, dass wir alle gut trainiert sind und du hast ja auch jetzt gut geübt die letzten Tage. Und das Wichtige ist, dass du immer bei uns beiden bleibst. Okay. Dann kannst du auch nicht viel falsch machen. Wenn du eine Frage hast, dann frag uns und wir sagen dir auch, was du machen musst, dass du gut im Team mitarbeitest. Okay. Ich bin der Ralf und das ist der Kevin. Ich hoffe, es wird alles gut. Was er nicht weiß, das Ganze ist natürlich eine Übung. Florian muss Sarah und mich aus diesem brennenden Gebäude retten. Warte. Beheilung, Beheilung. Oh Gott, ich krieg das einfach nicht hin, Scheiße. Ja, bei so einem Einsatz kann schon mal hektisch werden. Oh Gott. Hier oben, Hilfe kommt! Florian hat die Handgriffe gut gelernt und bisher alles im Griff. Und jetzt kann ich komplett runtersteigen, langsam. Sarah gerettet, ich gerettet. Ich würde sagen, Florian ist der geborene Feuerwehrmann. Wie war das für dich? Ja. Ja. Aufregend, oder? Ja. Das Gebäude wird nochmal gecheckt und die Ursache des Brandes aus dem Verkehr gezogen. Feuerwerkskörper, die von einem Spezialisten für unsere Übung installiert wurden. Du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Nein. Und dann standest du plötzlich hier. Ja. Wie war das? Ein ganz ruhiges Gefühl, weil man denkt, am Anfang ist es ein Einsatz und da ist man so oder so schon aufgeregt, weil man ja nicht weiß, was es jetzt ist und jetzt dann hier zu stehen und der Sarah da jetzt auch rauszuhelfen, das ist schon ein gutes Gefühl. Also wenn es ein echter Fall wäre, wird es klappen? Ja. Also bist du schon quasi ein Feuerwehrmann? Ja. Sehr gut. Flo, Feuertaufe, würde ich sagen, bestanden. Was meinst du, wie geht's dir jetzt? Also, mir geht's soweit gut, aber das war jetzt schon auch eine Probe für mich. Ja, hoffentlich. Wir haben uns langsam gesteigert und das war der Grund, der Abschluss. Ja. Wo ist eigentlich dein Helm? Keine Ahnung. Aber ich habe eine Ahnung. Schau mal, mit dem hast du gekämpft die ganzen Tage und den möchten wir dir schenken und den möchte ich dir überreichen. Mach weiter so, bleib dabei bei der Feuerwehr und vielleicht sehen wir uns dann mal im Kreise der Kollegen. Tschüss. Komm mal rüber, ist doch toll. Und mit Sarah war es auch toll. Beste Freunde dürfen sich auch mal umarmen. Ja. Hier haben wir einen ganz großen Wunsch erfüllt, aber es gibt noch ganz viele Wünsche, die wir erfüllen möchten. Hier bei Dein großer Tag. Bis dann.